Der erste vierte Teil von Jüntaulein und Palmasola. Liebe Freund, ich dachte, ich würde vielleicht mein bisschen Jordan ab sein hier auf WhatsApp. Und ich habe von der ersten Tag nicht gekriegt, wo das alle ein Hangung wird. So, ich will versichtig sein, was ich sage. Und doch, falls ich ihm nicht so, würde das vielleicht mal angebracht sein, wann man wäre, was man kriegt, sehen, so sind wir. Wir wollten alle ziemlich gut, wo das mit uns steht. Wir wollten uns Mennoniten nahen. Wir sollen kicken rum uns rum und wir sollen dort, wo weit, wie ausgelöst sind. Und sonderl Ding. Brücksen Klimat nur lesen und meine Simonbürg hat ein bisschen Martyrerspiegel mitlesen. Und uns mit Fuß täglich wie sein bloß weit besieht. So ernst ist der Horden. So ist das Erleben, die Jeft haben für ihr Glauben. Dann schämt einer sich, mit, wo das mit uns von der schon Dach steht. Was mich besonders sehr wundern hat in den Tiden, ist einem nicht deutlich, wo jeder dort nicht mehr wäre, nur ganz klar sagt, wenn man zum Beispiel nehmen, sie sagen, wie soll nicht lesen, kriegt der, was die Bibel lesen, dann, die kommen in großen Trouble in diesem Jahr, mir ist dort nicht deutlich, wo das geht. Einer brücken Klimat die Bibel aufmerken, zum Beispiel. Matthäus 12, Vers 3 sagt Jesus, hab ich nicht gelesen? Matthäus 12, Vers 5 sagt er, hab ich nicht gelesen? Matthäus 19, Vers 4 sagt er, hab ich nicht gelesen? Matthäus 21, Vers 16, hab ich niemals gelesen? Matthäus 21, Vers 42, hab ich niemals gelesen? Matthäus 22, Vers 31, hab ich nicht gelesen? Dort sind Saßmo bloß in Matthäus. Jesus frucht den Menschen immer wieder frisch. So soll sie lesen, je nicht. Je kann ich in der Zeit nur lesen, na, wo ich bald auch nicht echt von Gott sein, wo dann forscht je nicht. Mich wundert dort, wo das geht, dort wie nicht interessiert sind, nur zu forschen. Okay, wann wir uns Männer nicht nahen, von wo kommt das her? Okay, Männer Simon. So, dann wollen wir sagen, was Männer Simon seht, für was stimmt Männer Simon an? Und dann das nächste, was wir sagen, ist Brücken Klimat, hier wird was sein, dann sagen wir kurz, jo, aber das ist so klar, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und wir lesen so wenig in der Bibel, wir wissen nicht mehr, wer das sieht, wir wissen nicht mehr, wem Wort er das sieht. Paulus selbst, was er geschrieben hat, kann allmählich bei dort bleiben, was er gelehrt hat. Ging nicht mehr, wie es, er will bei dort bleiben, was er gelehrt hat. Und als er abends war, ich wieder in Damaskus, dann kam eine Stimme vom Himmel und sagte, du darfst mich verfolgen, dann sagte er, wer bist du? Und sagte, ich bin Jesus. So, wenn wir nicht abhossen, dann können wir dort bleiben, was wir gelehrt haben, und dann wollen wir dort noch Jesus verfolgen. Du sagst, Paulus, du weißt, von wem du gelehrt hast. Paulus selbst schreibt das durch, aber er selbst könnte ab keinem Bereich da, ist halt falsch gelehrt. So, wir müssen nicht nur sagen, was habe ich gelehrt, am Wort geht dort. Noch ein Wort, mir so fand ich es, wo ist das, du mit dort wie uns viel mehr Sorgen merken, oder viel mehr Gedanken eben merken, und wir reden da untereinander eben, wir proben uns untereinander zu bieterstuhlen damit, wir proben zu sein, jo, wir blieben alles arme Sünder, wir blieben alles arme Sünder, wir kennen bloß einfach nicht, und das ist einfach so ein Elend, das Leben, und das geht bis alles so jammerlich schlecht. Und wenn wir ein klein bisschen über nur lesen, zum Beispiel, wenn wir uns das alte Gesangbuch nehmen, uns eine Gesangbuch, nehmen wir uns Gesangbuch Nummer 149, Futz der Bibel steht, du Buben, sag ich, Römer 8, Vers 14, sag ich, er wird der Jesus Gottes trieben, der dort sind Gottes Kinder. Und das sind wunderbare Leute. 149 im alten Gesangbuch. Das ist er redet von einem nie geborenen Gotteskind. Der schmeckt sein Futter, seine Leib. Und das sagt, er wird am Dach Christus alle Sinn geschenkt haben. Lässt ihn doch ganz leid durch. Ich habe ein paar Dinge davon erwähnt. Fast Feier redet von, nu ist das nicht geboren Gotteskind, nu läuft die seine Bräuter, der wird auch von Gott geboren sein. Und sagt, der kann kein Feind mehr. Fast Fief sagt, nicht geboren Gotteskind, kämpft gegen alle Sinn. Und der Feind wird andere Menschen behindert. Deshalb, der wird von nie geboren ist, der kann den überwinden, der kann den gewähren. Und wann der Euer, dort meint, wann der Feind dann kämpft, den gibt am Ohren, der kann den wahren Stand geben, und dann durch sein Glauben kann er den Sieg haben. Und dann versaß ein sehr interessanter Vers. Versaß sagt, ein nie geborenes Gotteskind, der hat ein brennendes Verlangen in dem Mal, was über das Wort kennt, das meint über die Bibel, das ist seine Nahrung.
und dacht das zweite Lebenswort, warst heu am Gauden, maut dich verrohn, und wort am Jäst gestort. Nansen bitte, je weinlich besonderer Farsch, Farsch ach, redet du von, sagt er, nu prief die soll, aus die wirklich von Gott geboren bist, oder aus du deine eine Leib, deine einet, die besalz in Uhren blusen däten saß. Ah, du sollst die bis keine Sorgen merken, da merkt dir nicht schwer über, du kost die mit, du bist einmal gedäubt worden, mit der Däubt kost die Sache sein. Niemals bloß, das baust du noch hupen. Oh, sagt der Farsch, nein. Sagt er, du, nu kost, sollst du abhossen, wat du mit das. Ach, hast du deiner Taufe Kraft durch Sinnendienst verloren? Wenn du das mal einmal verloren hast, dann sollst nicht rühren, wat Gott die Ware auf Rut geschafft und dat die Ware von mir Ware geboren bist. Wunderbar, Leid. Mir wundert dort, wann ich rumtick, wo uns nicht die Augen abgehunde eben, wann wir sein, wat wir von verfallenet falsch geworden sind. Abgossen legen unsere Jugend sich ran, trinken, schmecken, hören leben. In wie sind aber so diejenigen, wenn ein Mensch uns sagt, dass einer kann von der Sinn loskommen. Oh, aber dann glaube ich, dann lastet er den Helden, yes, und dann glauben die nicht zu dit, nicht zu jant. Was würde das brücken, dass wir wollen abwarten? Und was fehlt das, dass wir mal abwarten wollen und erkennen wollen? Wo sind wir hingekommen? Wo sind wir hingekommen? Dort wie viele von uns, wurden Fehlleiber, dort unsere Jungs abgegossen, süßen und schmecken in ein Hürenleben leben. Aus, wann immer immer über ein Hüß kommen sein, ich habe mich aufrichtig zu Gott bekehrt. Ich lebe nicht für Gott, mir hat das Schein, und wir wollen sein, die würden den Vers in der Bibel lesen. Oh, den Teil von uns. Aber wir wollen uns so sorry machen, wo sie haften in ihm nehmen, ja, wo sie essen nicht abgegossen, haften Nerven Trubel, aber was erst bloß mit den Menschen? Wo erst dort du mit, wo sie wie Hanje kommen? Ich weiß mich meist nicht gut, wann ich mich da nachlud. Weil das nicht gut Fans an der Bibel wollen, wie in Breit bekannt merken, in sein zu Menschen, wer wir abwarten, eure Talut ist, bald ist es aller derich, bald sind wir um ein. Was will wir mit dem Ganzen? Wir berauben uns mit meinen Simon und lesen nicht mehr, was meine Simon gesagt hat. Wir berauben uns, ja, ans Grund ist die Bibel und lesen die Bibel nicht. Und uns wird sogar gesagt, wir sollen nicht lesen. Und Jesus sagt, forscht in der Schrift, seid nur, wo steht das mit dort? Was sagt das dort? Oh, mach Gott uns halten, mit wie uns wollen abwarten luten, eiret alle zu lut es. Mach Gott uns abhalten, mit wie wir uns kennen, unsere Jugend, unsere Kinder, wat betet wiesen ist, wat wir hier tun haben. Die ab das Wort Gottes haben wiesen. Und dat wir können halten, dat es noch einmal weiter abgewacht werden können. Und dat wir noch einmal weiter können durch drei Hand kommen, wat Männer Siemen in unsere Verfahren, wat, Erlebende vergeben. Die werden verbrannt, wegen der Stunden für ihr Glauben an. Weit wofür von uns, von der ersten Tag? Weit wofür von uns wollen die Welt sein? Uns verbrannt, luten wegen uns Glauben. Und weit die Wort, wann sich dat nicht lohnt, für uns Glauben zu sterben, dann lohnt sich dort auch nicht für uns Glauben zu leben. Mein Verlangen ist, mein brennendes Verlangen ist, dass Gott mich mag halten, dass ich würde den Menschen für euch abgeben, für wem habe ich schließlich Angst? Das ist ein Pharisäer, ein großartiger Mann, der Jesus in der Tit in Johannes Kapitel 3, sagt, dass er kennt, danach kennt er Jesus. Und dann sagt er zu Jesus, wie wollten dort Meister, sagt er, wie wollten dort du von Gott bist? Weit ihr Wort, wie weit denn das sei ihr Gott von der Schlacht, wie weit denn das sei ihr Gott, wer reich ist und wer arich ist. Kick bloß mal in die Frucht, kick bloß mal, was der dort. Aber weit ihr, das ganz Einfachste, das ganz Leichtste ist bloß sein, weit ihr Wort, er glaubt, das sag ich doch, wo in der Schrift so und so, und wie han ich der bloße Idee, wo das sind, sagt. Sagt das, wo es sind? Die meiste Tiden, wenn Menschen zu einem sagen, ja, aber die Schrift sagt das doch so klar. Erst du gleich. Kostet die ganze Schrift gleich lesen, das erst du gleich. Und du, wenn freiende Menschen sich so sein, wenn wir nicht lesen, dann willst, dann fängen wir das nicht, dass wir uns verarrichtet sein. Weil wir nur lesen, weil wir forschen und sein, und weil wir unsere Menschen für euch abgeben, was nutzt uns dort? Für wem haben wir Angst? Das große Mond, Jesus danach, und sieht, wie wollten das, du bist von Gott.
Im Charakter klar, weil ich den Menschen nicht von der ersten Tag auch. Weißt du was? Weil wir uns hören, obdauen, weil wir hören, was uns gesagt wird. Und wenn uns nicht die Schrift gelehrt wird, dann weil wir sehen, was wir wird fangen, wo uns die Schrift gelehrt wird. Und weil wir uns mal abwarten lassen, in diesem deuten Schlupf, wo wir bei uns sind. Mess ist diese Zeit durch. Wo will wir für ihr Recht tun? Was will wir zu Gott sein? Wo wir vor Gott kommen, wo wir sagen, na jo, ich darf einfach bei dort bleiben, was ich gelehrt hat. In Gott, wo sein Inwort hast gelehrt. Ich weiß nicht. Weil Gott, wir haben keine Entschuldigung. Zu einer Zeit haben die nicht Bibeln. Die können nicht Bibeln haben. Die sagten sie nicht, wo ist eine Bibel? Nicht von der Schendach haben wir alle eine Bibel im Haus. In Mess, China, lest die. Möch Gott sich erbarmen über uns. Möch Gott uns halten, ob wir noch einmal können abwarten und erkennen, was muss ich tun, dass ich konzeilig werden? Was muss ich tun, und wenn wir anfangen, die Schrift zu lesen? Wenn wir anfangen, kreiten, was dir gesagt wird? Lesen wir die Schrift selbst, dass Christus mit einem Lohn kommt. Wenn dir immer gesagt wird, du musst bloß eifer fahren, musst bloß eifer so und so tun, immer du nicht dort handkämmst, wo du handkämmst, wenn wir uns mal eine Lohnkott besorgen, und wenn wir mal auf eine Lohnkott checken, wo komme ich dort hin? Gerade so ist das mit der Bibel. Merk mal die Bibel ab, fang mal an zu lesen, und sag mal, was sagt die Bibel? Gerade durch euch wagt Männer Simon ab, Männer Simon, der hat niemals die Bibel lesen. Am Anfang, er debütiert wird, lass niemals die Bibel. Er wird ein katholischer Priester, er bleibt bei dort, was er gelehrt hat. Und mit einem fang an die Bibel zu lesen, dann sag er dort, wie sind die ganz ausgelöst? Rein ganz ausgelöst. Krieg so ist es mit uns von der ersten Tag. Wer muss die Bibel aufdauen? Wer muss lesen? Und wer muss sein? Was sagt die Bibel? Was soll wir tun? Dann wer muss aufhören, nur die Bibel zu lesen, nur die Bibel zu leben? Wer wird einmal lesen, in der Not leben? Dann wo wir sein, das ist ganz, ganz was anderes.